Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quick-Tipp von Schuster Automobile. In diesem Video erkläre ich euch, was eigentlich diese ganzen Abstandsstufen, die ihr bei eurem adaptiven Tempomaten besitzt, in der Praxis bedeuten. Viele Fahrzeuge haben mittlerweile ein sogenanntes MRCC-System. Das ist nichts anderes als ein adaptiver Tempomat, der sozusagen die Geschwindigkeit und den Abstand zum Vordermann einkalkuliert und dann die Distanz zum Vordermann reguliert. Das ist ein ganz tolles System und man kann, wie gesagt, das Ganze in verschiedenen Stufen einstellen. Das Ganze ist einheitlich geregelt, bei allen Mats das gleich. Und zwar habt ihr 4 Stufen. Und wie ihr die verstellen könnt, möchte ich euch auch ganz kurz zeigen. Bei jedem Auto befindet sich irgendwo meist auf der rechten Seite vom Lenkrad hier eine entsprechende Taste. Hier bei dem Auto haben wir einen Wippschalter. Ihr seht schon, hier oben haben wir 4 Balken dargestellt, hier unten nur einen Balken. Das heißt, nach oben wippen bedeutet, dass ihr den Abstand erhöht und nach unten wippen bedeutet, dass ihr den Abstand verkürzt. Ich zeige euch das hier nochmal auf dem Display. Hier wird es nochmal ganz schön dargestellt. Ich verlängere nochmal den Abstand, wippe also nach oben. Jetzt bin ich auf Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4. Sollte das Ganze bei euch nicht im Tacho dargestellt werden, das kann durchaus auch möglich sein, dann wird es meistens im Head-Up-Display dargestellt. Und diese Stufen, die heißen nicht nur 1 bis 4, die haben auch einen Namen. Und man sagt, die erste Stufe, das ist sozusagen die kürzeste Stufe, die heißt sehr kurz, dann kommt mittel, dann kommt lang. So, und jetzt hat man dem Ganzen natürlich nicht nur einen Namen verpasst, sondern auch einen gewissen Abstand zum Vordermann. Das Ganze sind Circa-Angaben, weil das Ganze auch ein bisschen dynamisch ist. Der Vordermann bremst ein bisschen, beschleunigt ein bisschen. Das heißt, das Ganze ist deshalb schon mal dynamisch und auch dynamisch, weil auch der Abstand größer wird, je schneller ihr fahrt. Also es ist nicht festgenagelt. Die ganzen Werte sind mal mit 80 km/h angegeben und darauf basierend kann man das Ganze eben hoch oder runter rechnen. Ich zeige euch jetzt mal die Werte, die wir hier von Mazda angegeben bekommen haben. Fangen wir mal mit dem Wert sehr kurz an. Das ist sozusagen die erste Stufe. Und das Ganze wird bei 80 km/h angegeben, das ist ein relativ häufiger Wert. Und da habt ihr einen Abstand von ca. 25 Metern. Die zweite Stufe nennt sich kurz, da habt ihr einen Abstand von 30 Metern. Dann kommt die nächste Stufe, das ist dann mittel, das ist dann entsprechend 40 Meter. Hier kann man generell sagen, das ist so diese typische Regelung, Stufe 3, mittel heißt halber Tacho. Und dann gibt es die Stufe lang, für die, die also ganz besonders viel Abstand zum Vordermann halten wollen. Und da haben wir dann einen Abstand bei 80 km/h von 50 Metern. Rechnet man das Ganze jetzt zum Beispiel mal auf 100 km/h um, dann kann ich euch folgende Werte nennen. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil es ein bisschen krumme Werte sind. Bei 100 km/h haben wir bei lang dann 62,5 Meter. Bei 100 km/h und Stufe mittel, das ist besonders einfach. Halber Tacho heißt 50 Meter Abstand. Dann habt ihr bei der Stufe kurz, da muss ich wieder kurz nachschauen, 37,5 Meter Abstand, ebenfalls bei 100 km/h und dann bei sehr kurz, da haben wir dann einen Abstand von 31,25 Meter. Also, dass ihr einfach mal so ein Gefühl habt. Wichtig an dieser Stelle ist auch noch für euch zu wissen, dass grundsätzlich alle Stufen von diesem Radarsystem innerhalb der gesetzlichen Regelungen sind. Das heißt, auch wenn ihr mit der Stufe sehr kurz fahrt, werdet ihr nicht geblitzt. Damit ihr mal so ein gewisses Gefühl habt, was denn aktuell gesetzlich Mindestvorschrift ist, Stand heute, müsst ihr bei 100 km/h mindestens 25 Meter Abstand halten. Das Fahrzeug hier hält ja bei 100 km/h 31,25 Meter Abstand circa. Also da ist auf jeden Fall ausreichend Puffer noch vorhanden, damit hier nichts anbrennen kann. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Like von euch. Denkt auch dran, unseren Kanal zu abonnieren. Das ist wie immer kostenlos für euch. Und natürlich drückt auch die Glocke, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns einfach wieder beim nächsten Video.